Hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Die Siedler Online. Dies ist der zweite Teil meines großen Umbaus meiner Insel und da nehme ich euch doch gleich auch direkt mit. Wenn ihr solche oder allgemein meine Videos in Zukunft nicht mehr verpassen möchtet, gerne meinen Kanal einmal abonnieren, das wäre sehr nett und unterstützt mich natürlich ungemein. Danke im Voraus. Hier sind wir im ersten Teil stehen geblieben. Ich habe die einzige Änderung, sind zwei kleine Sachen. Einmal habe ich hier ein Langboot-Lagerhaus hingestellt und eine Feuerschale. Und das dritte muss ich mich nochmal berichtigen, aber hier ist ein Lagerturm, weil ich im ersten Teil gesagt habe, ob ich da noch ein Lagerhaus oder Lagerturm hinbauen werde. Und dieser Vorteil hat jetzt nur knapp 500, 600 Fische würden das mehr machen. Und das ist es mir ehrlich gesagt nicht wert, da einen Lagerturm zu opfern sozusagen. Und die Fische, ja, sind relativ preiswert und schnell nachzuerhandeln bzw. nachzuproduzieren. Daher werde ich den Lagerturm dort abreißen. Feuerschale und Langboot Lagerhaus werden natürlich dort stehen bleiben. Das erste, was wir heute machen werden, sind die verbesserten Wildpirscherhütten. Alle auf Stufe 7. Ich habe 8 Stück. Auch hier werde ich euch natürlich die Verschiebungskosten zeigen. Jeweils 1000 Marmor und 1000 Münzen. Diese werden jetzt hier rumgesetzt. Das sind dann insgesamt 8 Stück. Und das werde ich jetzt erstmal machen. So sieht es aufgebaut dann aus, wenn ich es umgesetzt habe. Warum ich das auch dorthin gebaut habe, ist natürlich, dass der Sektor jetzt hier weitestgehend im Grün, Hellgrün, Dunkelgrün sein soll. Und daher passen die Wildpirscher da sehr gut. Und warum ich das Langbootlagerhaus in der Mitte gebaut habe, ist ganz einfach, dass ich diesen Lagerturm hier auch abreißen werde. Und damit hätte ich diesen Lagerturm halt zur freien Verfügung und kann ihn dementsprechend woanders einsetzen. Die Laufwege sind ja auch dann sehr kurz, weil das Lagerhaus dann ja auch dementsprechend zentral um die Wildpirscherhütten ist. Ich werde mit euch mal was testen. Ich weiß zwar, ich habe das vor Ewigkeiten mal gemacht, ich weiß jetzt nicht, ob diese Möglichkeit noch ist. Dazu benötigen wir erstmal dass wir ein paar Sachen verschieben in diesem Sektor. Und dieses Lagerhaus werden wir auch versuchen abzureißen, aber ich lasse es erstmal stehen, weil vorher möchte ich noch was mit euch testen. Meine Überlegung ist, dort eine riesige Holzverarbeitungsstätte hinzubauen. Das passt jetzt so leider noch nicht, daher werde ich die Sachen hier oben auch noch mal abreißen. Wie gesagt, um Rohstoffe und so weiter mache ich mir da weniger Sorgen. Das nehme ich bewusst in Kauf. Nicht, dass dort einer irgendeine Sorge da rum hat. Leider nach dem Ausprobieren geht es leider nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Wie man das auch sehen kann, so als Beweis. Leider passt sie nicht, aber ich bin mir sicher, dass ich das mal bei irgendeinem gesehen habe, beziehungsweise ich das früher selber mal aufgestellt hatte zur Probe. Naja, dann haben wir zumindest mal das versucht. Dann werden wir hier definitiv einfach mal weitermachen. Und zwar das Lagerhaus auch abreißen. Und das hier dann auch schon mal entfernen und dann wird das ein bisschen neu strukturiert. Nun habe ich mal dort alles entfernt und die Holzverarbeitungsstätte passt zwar immer noch nicht, aber das macht jetzt auch ist jetzt nicht allzu tragisch. Daher war die Überlegung, diese da hinzustellen, halt verkehrt, aber okay, dann bauen wir da was anderes hin. Ich habe das so strukturiert im Moment angeordnet. Ich kann auch mal beantworten, wurde ich auch mal gefragt, nach welchen Kriterien werde ich diese Straßen setzen? Sie haben ja keine Beeinflussung, das hat ja nur eine optische Bedeutung. Ganz einfach, dass ich dort einfach einen besseren Muster erkennen kann, wo ich und wie ich die Gebäude halt einfach hinsetze. Und ich benutze halt meistens immer irgendein Gebäude, was sich kostenlos verschieben lässt. Und dort
sehe ich dann halt, okay, freie Baufläche, wenn es halt grün ist. Und dort kann ich dann halt das probeweise hinstellen und dann dementsprechend die Straße drum herum führe. Und so weiß ich genau, okay, das passt und das passt dann hier auch ganz gut. Nur das zur Erläuterung, wenn ihr manchmal so ein Übungsgelände irgendwo in der Pampa bei mir auf der Insel rumstehen seht. Was ist der Vorteil und der Nachteil in diesem Veränderung? Ich hatte ja vorher 8 Gebäude hier stehen, beziehungsweise die Wildpirscher, ein verbessertes Lagerhaus und 2 Bauplätze hier. Nun, hier ist der Bauplatz natürlich weg. Warum? Ich will das halt auf einer Ebene und auf einer Fläche bringen. Also sprich so auf gerade Linien. Ja, es ist halt bei mir eine optische Sache einfach und ich finde das dann etwas angenehmer, als wenn ich hier 2 Bauplätze so einseitig, so schräg hatte. Das gefiel mir schon seit längerem nicht. Und hier weiß ich halt, dass ich auch noch Bauplatz gewonnen habe. Und das ist ja dann auch noch ganz gut. Ja, zum Mitrechnen, ich habe hier eine Baufläche gewonnen, da ich hier das Lagerhaus abgerissen hatte. Das hat 2, sozusagen Plätze eingenommen. Und hier habe ich das verloren durch meine, nur optische Anpassung. Nenne ich es einfach mal, aber ein Bauplatz mehr ist halt ein Bauplatz mehr. Daher machen wir jetzt erstmal noch was anderes. Das da oben kann erstmal noch warten. Im ersten Video von dem Tag des großen Umbruchs, wie ich das Video genannt habe, und dies ist halt der zweite Teil hier, habe ich auch angedeutet, dass wir die Münzprägen, die Goldschmelzen, diese beiden Gebäude mal im Test beim Weihnachtsmarkt mal anschmeißen. Und die Abklingzeit ist bei mir halt auch nun vorbei. Daher testen wir das jetzt einfach mal zu starten. Und der Hintergedanke ist natürlich auch, eventuell die eine oder andere Goldschmelze damit abzureißen. Wir sehen natürlich auch in der Wirtschaftsübersicht, okay, wir produzieren 244 Münzen. Das ist jetzt nicht gerade viel. Allerdings sind das ja auch nur die 224 Münzen von den 4 Goldtürmen. Und das werden wir jetzt gleich mal anschalten. Und hier könnt ihr sehen, dass ich natürlich zurzeit kein Gold produziere, das ist klar. Und nur Golderz aus meinen Minen zurzeit bekomme. Wie man hoffentlich erkennen kann, sind jetzt alle Münzprägen und Schmelzen von dem Weihnachtsmarktförderung Stufe 4 betroffen. Das heißt 300% mehr. Und das zeige ich euch natürlich auch in der Wirtschaftsübersicht. Ich produziere 1480 Gold mehr. Das sind dann knapp 3000 auf einem Tag gerechnet. Und das ist also der Puffer, den wir noch abarbeiten können, beziehungsweise verringern können, wenn wir uns entscheiden, 1 oder 2 Goldschmelzen davon abzureißen. Dazu kommen wir aber gleich. Ich möchte euch jetzt nur mal zeigen, was ich da an Münzen produziere. In 12 Stunden 7100, also 14.200 circa am Tag. Ich habe mal zwischendurch mal etwas rumexperimentiert mit Lagerhaus oder Lagerturm. Hier vorne habe ich ja lange Zeit ein Lagerhaus gehabt. Das habe ich aus optischen Gründen abgerissen, auch wieder mit geraden Ecken und so oder geraden Flächen. Ihr kennt das hoffentlich bei mir mittlerweile, mein Ordnungswahn. Und wenn ich das hier so lassen würde, würden sich die Münzmengen, 40, 50 sind es nur mehr, also knapp nur nicht mal 100 oder so sind es dann mehr. Und an Goldbarren, oder Gold an sich, halt auch nicht wahnsinnig mehr. Daher kann man sagen, okay, war ein schöner Versuch, aber wir belassen es dabei. Daher auch der Abriss dieses Lagerhauses wieder. Ein weiterer Vorteil, dass ich das jetzt an dem Weihnachtsmarkt, alles hingestellt habe für die Münzproduktion, dass ich halt einen Rohstoff, in dem Fall natürlich Gold, benutze und daraus die gleiche Menge
bekomme an Münzen, also sprich 1:1 Verhältnis. Und beim 200% Buff waren zum Beispiel 24 Goldbarren, habe ich dann halt verwendet, um 18 Münzen zu erhalten. Und so ist es jetzt angeglichen. Und soher, ja, ist es halt auch ein finanzieller Vorteil und habe nicht so viel Verschwendung von Gold. Kommen wir nun zu der Frage, ja, möchte ich 1500 Gold mehr haben pro Tag oder werden wir da noch was optimieren? Wir werden jetzt mal eine abschalten und werden dann nochmal schauen. Gesagt, getan, und ich warte auch etwas immer zwischen ja, den Aufnahmen beziehungsweise wenn das neu berechnet wird, weil das dauert ja, eine Kleinigkeit, bis halt die neuen Laufwege dann sind, beziehungsweise dass die Berechnung des Systems halt etwas, ja, gebe ich denen einfach ein bisschen Zeit, dass das etwas besser über die Bühne klappt. Wenn ich eine ausstelle, habe ich noch 160 im Plus. Und ja, ich sage jetzt mal, das könnte man jetzt machen, aber ich werde sie auf jeden Fall stehen lassen, weil man ja auch für andere Dinge Gold mal benötigt. Das heißt, ein Mehrbedarf an Gold ist definitiv da. Daher ist das Verhältnis 10 Münzprägen zu 6 Goldschmelzen sehr gut und vollkommen ausreichend. Die Überlegung wäre natürlich hier, ob ich die noch irgendwann oder andere davon auf Stufe 7 bauen werde. Aber das Öl ist mir dafür ein bisschen zu teuer. Da baue ich lieber verbesserte Lagerhäuser auf Stufe 7. Aber das, ja, das kommt mit der Zeit nach und nach. Daher hier, der Weihnachtsmarkt ist erstmal soweit okay. Da wird jetzt auch nichts mehr umgestellt oder abgerissen. Ich überlege noch, eine Pulvermühle hier in der Ecke hinzustellen. Ist ja wieder eine ungerade Zahl, aber es passt dann halt mehr wieder zur Reihe, dass dort dann nur Pulvermühlen auf der Seite stehen. Aber ich muss noch mal gucken, vielleicht finde ich auch 3 Gebäude, die dorthin passen, beziehungsweise 2 hier unten. Wir werden nun diesen Sektor vollständig befüllen mit Gebäuden. Und ich habe mir dort entschieden, die Papierproduktion hinzusetzen, beziehungsweise die Produktionskette für Schlachtrösser. Daher der einzige Stall, den ich eh habe, auf Stufe 7, den werde ich dorthin packen. Die 2 Gehöfte auf Stufe 6, auch hier natürlich, wen das interessiert, die Versetzungskosten 4500 Marmor und 3000 Münzen. Beim Stall werde ich das jetzt gleich nochmal nachtragen. Das habe ich gerade in der Eile nicht gemacht. Kostet 750 Marmor und 750 Münzen. Die kleinen Vorarbeiten sind jetzt erstmal erledigt. Ich habe hier noch eine Feuerschale hingetan, dass es optisch auch ein bisschen was hermacht. Hier die berühmten Blumenbeete in verschiedenen Farben. Der Grund ist halt auch hier nochmal erklärt, wer es noch nicht mitbekommen hat, weil hinter Gebäuden oder auf Lagerhäusern oder sonst wo können alle 8 Stunden Sammelgegenstände auf eurer Insel spawnen. Um das zu vermeiden, blockiere ich diese Zone sozusagen mit den Salatblättern, dass dort keine Sammelgegenstände ist und ich brauche mir dann keine Sorgen zu machen, dass ich hinter jedem Sammelhaus, hinter jedem ja, größeren Gebäude halt schauen muss, ob dein Sammelgegenstand liegt oder auch nicht. Für diejenigen, die das interessiert mit den Verschiebekosten, ein Elite-Stall würde auf Stufe 6 5000 Marmor und 5000 Münzen kosten, wenn man ihn verschiebt. Eine Weberei 4500 Marmor und 3000 Münzen, auch auf Stufe 6 natürlich. Und eine Satteldecke-Weberei auf Stufe 6 kostet 4500 Marmor und 3000 Münzen. Diese verschiebe ich jetzt einfach mal und dann sehen wir uns gleich wieder. So sieht es aus nach der Verschiebung. Und was ich auch vergessen habe, gerade zu erwähnen, ich habe dort auch einen Lagerturm hingebaut. Den werden wir natürlich auch gleich mal testen mit Ausbau und so weiter. Vielleicht rentiert es sich ja, dort einen hinzustellen. Nun werden wir die gehobenen Papiermühlen oder die anderen natürlich auch versenden. Auch hier nochmal zur Vervollständigung 4000 Marmor
Und 3000 Münzen kostet es, um das zu verschieben. Bei der verbesserten Papiermühle auf Stufe 6 2000 Marmor und 1000 Münzen. Und die Stufe 7 einfache Papiermühle kostet 300 Marmor und 200 Münzen. Wie man hier gut sehen kann, ich werde die gehobenen Papiermühlen hier oben hinstellen. Und dort seht ihr auch, dass die Gebäude natürlich auch größer sind. Und hier wird der Lagerturm sogar überdeckt. Und das meine ich halt auch mit den Sammelgegenständen. Dadurch sind sie halt sehr schwer dann zu entdecken. Deswegen packe ich hier noch ein Salatblatt hin, dass dort hinter eventuell keine Sammelgegenstände kommen werden. Das teste ich aber jetzt auch gleich erstmal, nachdem ich die Papiermühle verschoben habe. Habe nun alle Gebäude hierfür hingesetzt. Hier hinter den Elitestellen ist das auf jeden Fall erforderlich, dass ich die Salatblätter dahin baue, beziehungsweise die Blumenbeete. Hier bei den beiden ist es eigentlich nicht notwendig, aber bei den hinteren schon, wie ich finde. Und hinter der einfachen Papiermühle hier hinter, dort kann nichts spawnen, weil dort eigentlich Bäume sind und beziehungsweise ein Fleischvorkommen. Und da spawnt in der Regel nichts. Den Lagerturm werde ich jetzt nach und nach natürlich wieder auf Stufe 6 bauen. Und auch die Frage direkt zu beantworten, warum ich hier zum Beispiel in der Ecke kein Lagerhaus mehr baue, relativ einfach. Diese Produktionskette ist bei mir nicht mehr ganz so stark aktiv, dass ich sie halt einschalte oder dass ich davon sehr viel benötige. Ich habe halt in den letzten Wochen und Monaten und Jahren, besser gesagt, genug dafür vorproduziert. Da kann ich einige Zeit mit Truppen basteln. Daher ist auch die Versorgung mit Lagerhäusern etwas großzügiger bei mir gedacht hier und hat auch einen optischen Sinn, weil wenn jetzt so ein Lagerturm wieder auf 6 ausbaut, ja, ragt es halt wieder Pariser Turm da wieder hoch. Und kann man mögen, muss man aber nicht. Aber ja, ich werde es individuell halt immer wieder erwähnen und auch dann dementsprechend bauen. Kommen wir mal zu diesem Sektor hier. Den werde ich jetzt auch umbauen. Eher so eine spontane Aktion, aber mich stören halt die Mühlen und die Bäckereien und auch etwas die Metzgereien, da sie auch die Farbe blau haben, werden diese 8 Gebäude zueinander gestellt und zwar direkt hierhin. Ich verliere zwar dort einen Bauplatz, was ich zumindest jetzt im ersten Überblick sehe, und werde sie dann halt hier im, ja, in so einem 9er-Karree mit einem Lagerhaus, was ich in der Mitte aufstellen werde, bebauen. Und dann sehen wir mal gleich weiter. Natürlich jetzt alles erstmal wegpacken und so weiter, ne? Ihr kennt das ja mittlerweile. Ja, Planänderung. Und zwar, das kann ich so nicht bauen, weil hier auch ein, ja, so eine Wurzel ist. Daher kann ich dort kein Gebäude mehr hinsetzen in diesem 9er-Karree. Daher werden wir uns meiner alten Bauweise dort wieder uns begnügen. Ich mache das Raster wieder und dann erkläre ich das nochmal. Ich habe das etwas umstrukturiert. Hier nochmal 2 blaue Blumenfelder hinten, weil dieser Platz dann offen gewesen ist. Hier baue ich ein verbessertes Lagerhaus hin. Dort habe ich auf jeden Fall die Möglichkeit, dass ich jetzt hier auch diese 9 bzw. 8 Gebäude drumherum stellen werde. Und das kann ich ja auch schon mal parallel machen. Das heißt, ich werde jetzt die Mühlen und die verbesserten Metzgereien dort um das verbesserte Lagerhaus stellen. Natürlich möchte ich auch hier euch die Verschiebekosten sagen. Alle auf Stufe 7, und zwar für die Mühle 300 Marmor, 200 Münzen. Für die Bäckerei 700 Marmor, 200 Münzen. Und für die Stufe 7 verbesserte Metzgerei müsst ihr 1200 Marmor bezahlen und 1200 Münzen. So sieht es nun aus, wenn alle Gebäude um das Lagerhaus herum stehen. Das werde ich natürlich auch auf Stufe 6 ausbauen. Wie ihr sehen könnt, ich baue es bereits schon auf Stufe 2 aus. Hier unten könnte man noch ein 2x2 Gebäude hinsetzen, wie man auch hier sehen kann. Allerdings kann man da auch sehr gut eine gastliche Knochenkirche hinstellen. Die passt da halt auch natürlich von der bläulichen Farbe gut. Es ist dunkelgrün, würde ich jetzt
behaupten, auch hinpassen. Und das werde ich natürlich machen, um den Platz da so gut wie möglich auszunutzen. Die vier fehlenden freien Flächen habe ich mit zwei Mörtelfabriken, das ist auch die maximale Anzahl, die ich dort habe, hingestellt. Hintergrund ist natürlich wegen der blauen Farbe, das heißt, dort ist ein blauer, ja, Siedlung sozusagen, und das passt dann soweit, gefällt mir halt auch. Und zwei Ölmühlen, da bin ich im letzten Teil auch näher drauf eingegangen. Ich besitze zwar noch 6 Stück im Stern, also maximal 8 Stück, aber da ich so selten Ölsaat bekomme, reicht das auch mit locker 2 Ölmühlen zu verarbeiten. Ihr seht das ja, also das, was ich aus den Sonnenblumen zuchten oder wenn ich mal den einen oder anderen Leech mache oder selber mal ein Abenteuer spielt, das ist aber sehr selten, ist die Menge an Ölsaat, die ich dort bekomme, sehr überschaubar. Und daher reichen zurzeit auch locker 2 Ölmühlen, um das zu verarbeiten zu Öl. Wenn ich irgendwann mal wieder Erfahrungspunkte bekomme, und dann werde ich natürlich wieder die Abenteuer hoch und runter spielen. Und dann werde ich natürlich auch die restlichen Ölmühlen noch irgendwo auf meiner Insel hinstellen, damit ich noch mehr Öl produzieren kann. Somit wäre dieser Sektor auch fertig. Überlegung ist halt hier, ob ich die Knochenkirche dort stehen lasse oder abreiße. Ich weiß es noch nicht. Ich lasse es jetzt erstmal so stehen. Wie ihr hier sehen könnt, meine 8 prachtvolle Wassermühlen stehen hier immer noch. Da sie ja auch blau sind, ist die Überlegung auf jeden Fall gegeben, dass ich sie zu den anderen Gebäuden hinstelle, die auch hier blau sind. Man könnte es ganz gut kombinieren, wenn ich diese 6, also wenn ich das Sonnenblumenfeld irgendwo hinsetze oder abreiße und natürlich die großen Lagerhäuser abreiße. Die stehen ja eh nur als Füller. Das heißt, bei den Lagerhäusern kein Problem. Immer so einen Platz für die Sonnenblumenzucht zu finden, ist eine andere Sache. Aber ich habe halt was vorbereitet und da packe ich es erstmal provisorisch hin, und zwar hierhin. Also ihr seht, so ein Umbau ist nicht mal innerhalb von 5 Minuten erledigt. Allerdings kommen auch einige Probleme oder Überlegungen halt dann auch, während man halt diesen Umbau tätigt. So wie auch in diesem Fall. Ich reiße die halt jetzt hier ab. Somit habe ich hier 6 Plätze definitiv schon mal fertig. Und der das noch nicht mitbekommen habe, ich habe hier schon mal 3 abgestellt. Und in der Wirtschaftsübersicht seht ihr, die Wasserproduktion ist immer noch im Plus, und zwar mit 6.600 circa, und in der Nähe ist halt nicht so ein Lagerhaus oder so. Daher die Produktion ist etwas höher. Ja, das werden wir gleich mal sehen, wenn wir das da oben hinstellen. 8 volle Wassermühlen hingestellt, und zwar 6 Stück. Mehr passt ja da nicht hin, es sei denn, wenn ich hier die Lagerhäuser abreiße. Die anderen beiden habe ich hier unten, die lasse ich definitiv ausgeschaltet. Ob jetzt meine Aussage stimmt mit dem Wasser, das werden wir jetzt sehen in der Wirtschaftsübersicht wieder. Mit 5 Wassermühlen produziere ich immer noch 18.000 Wasser im Plus, also sprich das innerhalb von 12 Stunden. Das müssen wir dann auf 24 Stunden hochrechnen, also 35.600, also zwischen 35.000 und 36.000 Wasser am Tag. Vollkommen ausreichend, weil wir auch hier sehen können, alle Verbraucher stehen hier auf der rechten Seite und es sind auch alle an. Das heißt, ich kann oder ich brauche nicht zu erwarten, dass ich irgendwo noch mehr Verbraucher habe, und kann definitiv sagen, mit 5 Wassermühlen reicht das allemal. Wir testen das mal, wenn wir noch eine abschalten. Gesagt, getan, die Wassermühle ist halt jetzt ausgeschaltet. Wir sind wieder in der Wirtschaftsübersicht, und dort im Bereich Wasser seht ihr, ich habe immer noch 3200, knapp 2300 Wasser, obwohl alles an Verbrauchern an ist. Da ist jetzt die Überlegung, okay, reiße ich jetzt wirklich 4 ab von den 8 oder ich lasse das auf 6? Das ist eine gute Frage. Nach kurzer Bedenkzeit habe ich das nochmal überdacht und werde das nochmal etwas umbauen. Und zwar die Wassermühlen
werden hier mit auf dieser Seite wandern. Die beiden Metzgereien werden hier hingemacht, wo die Mörtelfabriken stehen. Ja, ihr werdet ja gleich sehen. Ich werde dann da gleich noch was zu sagen. Wie man sehen kann, ich habe das jetzt umgeändert. Allerdings, ja, leider ist das Problem mit dem Wasser. Jetzt bin ich 2050 im Minus, wenn ich nur 4 Wassermühlen betreibe. Deswegen habe ich hier die gastliche Knochenkirche wieder weggestellt. Dort dort eine Wassermühle halt zusätzlich hingestellt. Die werden wir natürlich dann auch anmachen. Und hier zur Ergänzung noch ein blaues Blumenbeet. Dann soll es ja auch, dass ich da auch nichts vergesse. Und jetzt werden wir mal sehen. Jetzt produziere ich, gut 9000. Damit kann ich auf jeden Fall kommen. Die Werte schwanken sowieso im Wirtschaftssystem mal ein bisschen mehr, mal weniger. Aber das ist auf jeden Fall das, was ich, ja, das passt soweit mit dem Wassermenge. Und ich habe auch sehr viel im Stern schon gelagert. Deswegen kann ich dort jetzt sagen, ich kann jetzt, ja, machen wir auch direkt 3 prachtvolle Wassermühlen einfach mal abreißen. Und zwar hier ist natürlich auch, dass wir dort wieder die Bauflächen zur Verfügung haben und haben auch etwas an meiner Wirtschaft optimiert. Das heißt, diese Videos sind halt gleichzeitig Optimierungsvideos, Umsetzungsvideos, ein paar Informationen noch zwischendurch. Und hoffe, dass es euch natürlich auch gefällt und dass ihr vielleicht da den kleinen oder anderen Nutzen von habt. Vielleicht auch neue Bauideen, wo man was hinbauen kann oder so nachvollziehen kann, warum ich so baue oder ja, wie ich das halt umsetze. So Farbe für Farbe und ja, ist halt auch Geschmackssache, muss man natürlich auch ganz klar sagen. Ich belasse es erstmal so, wie es aufgebaut ist. Wie ihr auch hier sehen könnt, sind auch so immer wieder Gebäude, die ich immer hin und her schiebe. Dort muss ich mir mal auch einen Ort aussuchen, wo ich sie ja für langere Zeit hinstellen werde. Die Überlegung ist natürlich auch zum Beispiel 4 Ölmühlen jetzt hinzustellen und die beiden Mörtelfabriken hier noch. Ich muss mir das nur mal überlegen, aber ich mache heute jetzt nicht mehr allzu viel, auch in diesem Video. Das wird jetzt auch gleich mal dem Ende entgegengehen. Wir haben heute einiges geschafft. Natürlich würde das, also es dauert halt wesentlich länger eigentlich. Ich mache ja auch Schnitte nebenbei. Allerdings hoffe ich, dass es euch gefallen hat und hat euch neue Möglichkeiten gegeben, wie ihr irgendetwas hinbauen könnt oder wollt. Was ich noch heute mache und in Auftrag gebe, ist zumindest eine Pulvermühle. Beziehungsweise, Pulvermühle, Moment. Man muss natürlich auch in den richtigen Reiter gehen und zwar eine Pulvermühle werde ich hier noch in Auftrag geben. Das wird jetzt noch gebaut. Ich denke mal, die werde ich auch bis Stufe 6 dann halt ausbauen. Ich muss mal gucken, bis zum Valentins-Event ist noch ein bisschen hin, daher kann ich das noch ein bisschen ausbauen. Dann lohnt es sich halt umso mehr, den Weihnachtsmarkt anzuschmeißen. Weil so außerhalb von Events schmeiße ich halt nicht immer den Weihnachtsmarkt an. Abhängig davon, ob jetzt ein Quest erfüllt werden muss oder ob ich halt die Rohstoffe dafür benötige, die dort hergestellt werden. Ein netter Nebeneffekt wäre natürlich auch eine zusätzliche Pulvermühle, würde natürlich auch mehr Salpeter in Schießpulver produzieren bzw. umwandeln. Dann komme ich mal auch irgendwann mal von dem Salpeter weg. Wie gesagt, hat alles Vor- und Nachteile. Natürlich Ausbaukosten und die Zeiten ist nicht der Rede wert. Das ist, muss halt jeder in Kauf nehmen, wer seine Gebäude auf- oder abbaut oder verschiebt oder auch abreißt. Zum Abschluss sehen wir nochmal den Sektor 9 mit meinem zweiten Weihnachtsmarkt. Dort sind natürlich jetzt 8 Bauplätze frei von den Mühlen, Bäckereien und den Metzgereien. Die haben wir erfolgreich umgesetzt und ein neues Zuhause gefunden. Und diese beiden Bauplätze, die noch an dem Lagerturm sind, die werden auch noch von dem Weihnachtsmarkt betroffen. Und da muss ich mir noch überlegen, welche Gebäude ich dort hinstellen werde. Aber alles dies und andere Themen bzw. andere Sachen
also Umbaumaßnahmen, Optimierung, was ihr ja heute und im letzten Video gesehen habt, wird mindestens noch ein, zwei andere Videos geben, weil das Video ist jetzt schon, ja, möchte ich nicht noch länger machen. Das, wie gesagt, auch dieser komplette Sektor wird umgebaut. Dieser Sektor, also hier hinterm Rathaus und neben dem Rathaus, wird noch was geändert, also baulicher Art, weil ich auch hier schon mal im Vorfeld noch vier Gebäude im Ausbau gegeben habe, sprich zwei Eisenschmelzen, eine Stahlwaffenschmiede und eine Stahlschmelze. Warum ich das mache und wieso, sehen wir beim nächsten oder übernächsten Video. Mal sehen, wann das dann kommt, beziehungsweise wann ich es mache. Ich bedanke mich für euer Zusehen und für Zuhören. Wenn ihr sowas hier magt und mögt und nichts mehr in Zukunft verpassen möchtet, in Videoform, gerne den Kanal abonnieren. Kostet halt auch nichts, unterstützt mich halt ungemein. Kommentarsektionen gerne unterhalb des Videos auch wieder benutzen. Für Fragen, Kritik oder Anregungen, irgendwas. Da werde ich auch zeitnah drüber antworten oder darauf antworten, besser gesagt. Und einen Daumen hoch, wenn ihr schon mal möchtet, könnt ihr das gerne auch machen. Ich sage vielen Dank, bis zum nächsten Video und auf Wiedersehen.